Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und unserem Haushalt Zoom. Ja, unsere gute Lara hat alle Hände voll zu tun, hier sich um die Pferde zu kümmern, um den Hof, um die Pflanzen, einfach um alles. Und ja, das ist manchmal leichter gesagt als getan, würde ich mal behaupten. Milo geht es jetzt soweit ganz gut. Milo bräuchte nur ein bisschen Bewegung, können wir hier aber eigentlich auch mal mit dem Pferdeball spielen. So, und Lara müsste sich jetzt auch mal ein bisschen um ihre Bedürfnisse kümmern. Das setzen wir auch glatt mal in die Tat um. Sodale. Weil dann kann Michelle nachher übernehmen. Die ist momentan noch am Vorschlafen. Was heißt Vorschlafen? Naja gut, der Tag vergeht. Es gibt ja einfach keine Uhrzeit bei den Zooms, ne? Alles ist irgendwie so ruckzuck vorbei. So, wie geht es Bonita? Bonita ist immer noch ein bisschen beunruhigt, weil Mama nicht mehr da ist. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber wir wussten ja an der Stelle auch nicht, dass wir die Mutter entreißen, beziehungsweise ich habe darüber nicht nachgedacht. Ha! So, dann einmal hier noch eine Runde duschen und dann am besten auch mal hier gleich was essen. Ja komm, nehmen wir hier mal gleich die Hotdogs mit. Dann wären wir da auch hoffentlich satt. So, Michelle kann bald aufstehen, Prudence hat bald das Bild fertig. Und wir können danach hier mal beim Aufbau helfen. So. Oh, Bonita geht es gerade gar nicht gut. Bonita hat sich auch noch erschrocken. Da müssen wir mit Lara vielleicht nochmal eine Runde füttern. Obwohl, Michelle hatte auch noch den Wunsch, die Beziehung weiter aufzubauen. Dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das Ganze mit Michelle machen. So. Das wird noch weggeräumt. Da wird noch aufgewischt. Perfekt. Und dann kann Lara hier mal eine Runde schlafen gehen. So, Michelle lassen wir dann wirklich mal noch komplett ausschlafen. Dann haben wir da wenigstens noch den Bonus. Und Prudence ist hier gleich fertig mit dem Bild. Ich überlege gerade, wo wir das Bild hinhängen wollen, ne? Vielleicht auch in Prudence ihr Zimmer? Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. 2708, Alter. Eigentlich müssten wir es sofort verkaufen. So, aber erstmal müssen wir hier eine Runde ausschimpfen. Pünktchen, wir wollen nicht zerstörerisch sein. Lass das mal. Das ist sehr ungünstig, wenn du das machst. Ah, Pünktchen, ey. Aber wir können Pünktchen auf jeden Fall auch noch lieb haben. Du, einmal eine Hand beschnüffeln lassen. Ne? Pünktchen, du machst das schon. So, Reise nach... Nein, wir reisen momentan nirgendwo hin. Wir haben ja auf dem Hof definitiv genug zu tun. So, Casey ist hier bald fertig. Michelle ist jetzt aufgestanden. Perfekt. Dann machen wir mal das Bett und machen uns fertig. Sodale und schnappen uns dann hier mal was zu essen. So, Prudence, dann schauen wir mal, wo wir das Bild jetzt hier hinhängen. Da haben wir schon ein anderes super krass gemaltes Bild einfach. Ach, guck mal, die Wand hier ist noch ein bisschen leer. Dann hängen wir Pünktchen doch einfach mal hier mit dran. Moment, wir gehen einfach mal in den Kaufmodus. Das macht es uns vielleicht ein bisschen einfacher. Warum können wir Pünktchen da jetzt nicht dranhängen? Oh, meine Güte, ey. So. Pünktchen, häng dich da mal dran. Wow, Pünktchen hängt jetzt eine Wand weiter. So. Ups. Schick. Dann hängt Pünktchen da jetzt wenigstens. So, wir machen hier mal wieder aus. Perfekt. So. Und dann rahmen wir uns Pünktchen auch noch ein. Ist aber wirklich ein echt süßes Bild geworden, ne? Muss man ja mal sagen. So, jetzt hat es auch noch einen schönen Rahmen. Perfekt. So, wir machen hier mal noch das Bett und wischen mal die Pfütze auf. Hilfe, Herrje. Ist aber auch manchmal ein Chaos hier. So, und dann können wir rein theoretisch gleich mal das nächste Bild malen, um uns hier mit der Haushaltskasse aufzustocken. Denn wir haben im Vorgarten eine Riesenrechnung entdeckt. Das ist echt nicht so cool. So, wir lassen es mal noch ein bisschen ruhiger angehen. Das sieht gerade nicht so lustig aus mit dem Spaß hier. Michelle macht noch sauber und Lara schläft. Wow, so. Und, oh, unserer kleinen Bonita geht es gar nicht gut. Michelle, wenn du mit Duschen fertig bist, müssen wir erstmal zu Bonita. Wo ist Bonita gerade? Wir holen Bonita am besten mal direkt hier vor die Haustür. Dass wir uns da schnell um sie kümmern können. So, 121 verdient. Wir kommen mal schnell hier runtergelaufen. Bonita, kommst du mal wieder zurück? So. Nur so eine Idee. Wir wollten uns gerade um dich kümmern. Haben wir nicht noch ein anderes Outfit, was wir hier anziehen können? Irgendwie nicht so. Oh, ist ja ätzend. Na komm, dann ziehen wir einfach mal die Outdoor-Kleidung an. Seid ihr schon wieder in dem Outfit durch die Gegend rennen? Loben für schnell sein ist auf jeden Fall eine Idee. So, dann heitern wir Bonita hier hoffentlich schon mal auf, indem wir sie gelobt haben. Sehr gut. Das ist schon mal ein Erfolg. So, dann können wir sie mal noch bürsten und
die Hand beschnüffeln lassen und Bonita das Fläschchen geben. Perfekt. So, Prudence ist stark beschäftigt. Casey kümmert sich hier noch um alles und danach brauchen wir dringend ein bisschen Spaß. Pummeluff, wie geht's denn dir gerade hier so? Wir müssen hier oben auch mal den Napf füllen, der ist leer. Gehen wir mal hier unten eine Runde fressen. Pünktchen braucht ein bisschen Zerstörung. Gehen wir einfach mal hier eine Runde kauen. Und aus dem Napf fressen wollen wir auch. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, Michelle, wie läuft's dir mit Bonita? Auf jeden Fall klingelt unser Telefon, das ist ja auch schon mal nicht übel. So. Aber unsere Beziehung zu Bonita sollte jetzt spätestens beim Füttern gut hochsteigen. Ja, das Füttern ist da echt wahnsinnig effektiv. So, such dir einen Platz in der Stadt, um Straßenkunst anzufertigen. Okay, es bringt Kohle. Aber ich will nicht schon wieder im Knast landen. Im Knast landen ist immer irgendwie blöd. So, Zuneigung. Können wir hier mal eine Runde umarmen? Ich hoffe, das ist fördernd für die Freundschaft. Oh, sehr gut. So, und dann können wir noch eine Runde streicheln. Wir freuen uns schon noch mit Bonita an. Passt mal auf. Verstärken, loben für gehorsam sein, ne? Auch richtig gut. So, und dann können wir noch mal eine Runde umarmen. Yay, wir sind Freunde! Wuhu! Jetzt wollen wir auch noch richtig gute Freunde werden. So, dann werden wir jetzt mal eine Runde mit Magie spielen. So, und das Schöne ist, dadurch, dass wir uns jetzt angefreundet haben, hat Bonita nicht mehr das Gefühl, so die Mama zu vermissen. Oh, wie schön ist das denn? So, wir können ja hier mal Star ein bisschen anschnüffeln. Hey, yo, Star, was geht? Schnüffel, schnüffel, schnüffel. So, Lara ist immer noch am Schlafen. Michelle spielt jetzt, wie gesagt, hier. Und wir wollen mal den Napf füllen. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Plan. Wir füllen mal gleich den hier. So, Casey braucht Spaß. Casey setzt sich jetzt hier mal vor den Fernseher. So, wie geht's Milo? Milo müsste mal pieseln, aber das kriegt er bestimmt gleich ganz alleine hin. Wir wollen hier mal eine Runde pflegen. Das streiche ich mal weg. Und wir können rein theoretisch dann mal hier ein bisschen Heu fressen gehen. So, Barbie steht da hinten in der Ecke und Flöckchen auch. Alles klar. Gott, was war das denn gerade? War das nur der Zauber oder haben wir wieder irgendwo einen Gartenzwerg? Ich bin gerade voll der Freund von Gartenzwergen. So, wir können hier aber mal auf Gartenspaß umschalten. Obwohl Gartenspaß, es klingt auch nur so halbwegs nach Spaß, so ein richtiger Pseudospaß. Wir gehen wieder auf die Actionwelt. So, Dalle. Ja, Prudence weiter jetzt erstmal noch fleißig zu Ende. Wir gucken mal, dass der Spaß hier weitergeht. Und Michelle füllt den Napf. Perfekt. So, mit Michelle werden wir auch langsam ein bisschen verrückt. Alles klar. So, Pünktchen schläft hier. Ich lasse Pünktchen mal aufstehen für den Zweck hier. Und dann werden wir hier mal eine Runde Bauch kraulen bei Pünktchen. Hey Pünktchen, wie geht's dir so? Einmal eine Runde Bauch kraulen. Und Überraschungsbürsten. Pünktchen hat auch mega Hunger. Deswegen schicken wir Pünktchen mal gleich noch was fressen. So, einmal eine Runde Bürsten fürs Wohlbefinden. Dann eine Runde Pieseln gehen. Und Michelle muss dringend mal was essen. Dann richten wir das hier natürlich auch noch ein. So, Casey hat fast den Spaß voll. Perfekt. Da fehlt zum Glück nicht mehr allzu viel. So, wir gehen draußen pieseln mit Pünktchen. Perfekt. Pünktchen, ich bin sehr stolz auf dich. Und jetzt wird hier gleich aus dem Napf gefressen. So, Casey ist jetzt spaßmäßig hier auch voll. Dann können wir hier uns auch mal was zu essen schnappen. So, bei Lara sieht's auch gut aus. Prudence gibt weiterhin alles. Was wollen wir hier eigentlich? Zwei Meisterwerke, alles klar. So, wie geht's Quietschi eigentlich? Ach, hier, Quietschi, da sieht's ja nicht so rosig aus. Mit Quietschi müssen wir hier auch mal vielleicht ein bisschen Soziales aufbauen. Da gehen wir mal am besten gleich hier zu Michelle und beschnüffeln mal eine Runde. Michelle schafft es in der Zeit noch, den Teller wegzuräumen. So, Quietschi, steh mal auf jetzt hier und geh mal eine Runde beschnüffeln, bitte. So, Casey räumt hier auch noch weg. So, und Pünktchen möchte Casey auch noch mal eine Runde beschnüffeln. Das richten wir mal auch noch ein. So, Quietschi ist schon unterwegs. Oh Gott, Quietschi ist so müde. Hilfe, herrje. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier so klappt. So, 82 Fahrzeuge wurden gelöscht. So, einmal eine Runde beschnüffeln. Achso, wir wollen Prudence beschnüffeln. Na gut, dann gehen wir hier auch mal zu Casey rüber. Michelle kann in der Zwischenzeit hier nochmal auf Toilette gehen. Müssen wir das schon sauber machen? Nee, noch nicht.
Und wir wollen Star unbedingt beruhigen. Ist Star eigentlich jetzt noch aufgeregt? Macht das noch Sinn? Wo ist Star gerade eigentlich? Keine Ahnung, der Hof ist einfach zu groß. Hinten ist noch Futter im Napf. Sehr gut, wir können mal hier die ganzen Sachen sammeln. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Plan. So, nehmen, nehmen. Dann kommt das hier auch alles mal weg. So, wir können hier auch nochmal eine Runde bürsten. Da fühlt sich Quietschi schon glatt wohler. So, und was können wir denn hier noch Schönes machen? Wir machen mal hier nochmal eine Runde auf Beschnüffeln. So, haben wir ja eigentlich einfach irgendwo einen Platz, wo wir... Hier, schau mal einer, guck. Wir erkunden mal das Ding. Vielleicht legen wir uns ja sogar rein. So, wir haben 1000 Sachen gefunden, sehr schön. Und Casey ist mittlerweile müde, das kann ich auch nicht verübeln. Da werden wir mal eine Runde schlafen gehen. Was wollen wir hier eigentlich? Pferd adoptieren. Ja, haben wir im Prinzip gemacht, das galt nur irgendwie nicht so richtig. So, Dalle, Lara ist mittlerweile wach geworden. Hilfe, Herrje, dann machen wir hier mal das Bett und schnappen uns dann mal was zu essen. Okay, vielleicht sollten wir einfach mal Frühstück servieren. So ein paar Waffeln. Prudence hat gleich das Bild fertig. Danach kümmern wir uns mal um ihre ganzen Bedürfnisse. So, Michelle, was haben wir hier hinten jetzt Schönes gemacht? Die ganzen Sachen eingesammelt. Ich muss gerade erst echt mal überlegen wieder. So, dann fangen wir mal an, hier das Holz zu verteilen. Und hier können wir auch nochmal eine Runde verteilen. Generell müssen wir hier überall eine Runde verteilen. So, sind irgendwelche Boxen sauber zu machen? Hier können wir mal eine Runde sauber machen. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Barbie ist da gerade drin. Dann machen wir erstmal den Part hier. Lara hat irgendwie schon wieder vergessen, dass sie was zu essen machen wollte. Kein Problem. Korrigieren wir an der Stelle einfach. So, Michelle ist jetzt hier schwer beschäftigt. Während das Pferd im Hintergrund schläft, ist Michelle am Arbeiten. So, und Prudence, wie sieht's hier mit deinem Bild aus? Oh, das sieht auch voll süß aus, das Bild. Voll toll. So, da haben wir es fertig für 993. Dann verkaufen wir das mal. Denn wie gesagt, die Rechnung, die wir zu begleichen haben, ist ziemlich hoch. Glückwunsch! Prudence wurde vom Stadtrat der Stadt Ablöse Plains in einer Kategorie ausgezeichneten Arbeit der Titel Illustratorin verliehen. Sehr gut, wir wurden sogar noch mit 1500 belohnt. Mensch, unser Traum rückt langsam näher, dass wir diese Rechnung bezahlen können. Wo wir auch immer noch nicht so richtig wissen, wo die eigentlich herkommt. Aber naja, am Ende fragt uns da ja eh keiner nach. So, Lara hat hier bald das Essen fertig. Vielleicht können wir sogar einfach die frischen Waffeln essen. Wäre ja an sich auch nicht verkehrt. Na komm, wir gönnen uns mal hier die frischen Waffeln. So, Teller nehmen. Und Lara, du kannst dir den genauso nehmen. Sodale. Und dann kannst du den danach auf jeden Fall... Nee, nicht Kraut hinzufügen. Ich wollte die Reste wegstellen. Okay, wir müssen warten, bis Prudence da weg ist. Sodale. Casey schläft hier noch fleißig. Michelle ist gerade fertig mit der Box, die sauber zu machen. Hier, die Box ist immer noch voll. Müssen wir hier irgendwo was nachfüllen an Sachen? Ist hier irgendwas weggegangen? Nee, noch nicht. Aber wir können uns hier nochmal ein bisschen um Bonita kümmern. Kann man hier eine Runde loben fürs Schnellsein. Ne, Bonita, wir wollen uns ja hier noch weiter mit dir anfreunden. Wie sieht es bei Bonita eigentlich aus? Bonita können wir auch schon wieder füttern. So, geben wir Bonita mal die Flasche. Und dann müssen wir mit Michelle hier dringend mal das Haus verlassen. So, eine Runde Bürsten ist auch drin. Und Lara räumt hier schon wieder alles weg. Ach, herrje. So. Dann passt das hier ganz gut. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Tiere füttern. Ist auch schon wieder ein bisschen was her. So, Prudence, dann räumen wir den Teller hier weg. Müssen wir noch irgendwas sauber machen? Soweit, so gut. Alles in Ordnung. So, dann gehen wir hier mal eine Runde duschen. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder schlafen. Radikale Idee beschreiben. Okay, mal gucken, was da noch bei rauskommt. Wir gehen auf jeden Fall nach dem Duschen mal schlafen. So, Star, hör mal auf, hier auszuschlafen. So langsam gehen deine Bedürfnisse ein bisschen in den Keller. Das ist ungünstig. So, Quietschi geht es mittlerweile schon wieder viel besser. Quietschi hat sich hier hinten in ihre eigene Hotellobby verzogen. So, Pünktchen ist hier fleißig am Kauen. Pummeluff hat immer noch 1000 Wünsche mit Prudence, Michelle und Co. Und Bonita wollen wir auch beschnüffeln. Ja gut, Prudence geht gleich schlafen, aber Michelle ist am Start. Pummeluff, weißt du was? Komm einfach mal hierher und beschnüffel Michelle. Dann kriegen wir das auf jeden Fall auch gut hin.
So, müssen wir mal warten, wo Pummeluff herkommt. So, Flöckchen geht es soweit auch ganz gut. Flöckchen geht hier gerade eine Runde Heu fressen. So, und Barbie müsste sich mal ein bisschen bewegen. Wo ist Barbie gerade? Ach, hier drin. Barbie, geh doch mal eine Runde herumgaloppieren. Da freuen wir uns alle. Milo schläft noch aus. Und Bonita geht es soweit richtig, richtig gut. So, Michelle, du kannst mal Pummeluff hier auch noch eine Runde bürsten. Da freut sich Pummeluff auch noch. So, und Pummeluff möchte mal Bonita. Ich hab so einen Sprachfehler. Bonita beschnüffeln. Ach, herrje. So, das organisieren wir hier mal noch. Und dann schicken wir Michelle mal irgendwo anders hin. Was lohnt sich denn da gerade noch zu organisieren? Wir haben gestern auch wieder kein Reitturnier gemacht. Es war auf einmal wieder 17 Uhr und alles war zu spät. Wir können ja rein theoretisch uns hier mal massieren lassen, so. Dann geht es uns ein bisschen besser. Wir sind mal rausgekommen, auch wenn es nur der Laden gegenüber war. Aber so sind wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen beschäftigt. So, und wir wollen immer noch Star beruhigen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht gerade. Wir können aber auf jeden Fall mal gucken, ob wir noch irgendein Elixier mischen können und was wir, wenn, dafür brauchen. So, mittlerweile müssen wir dafür eine Etage höher. Sodale. Lara ist hier mittlerweile auch damit fertig, alle zu füttern und zu säubern. Das ist supi. So, aber hier das Klo müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ah, hier ist was los. So, Quietschi geht es soweit auch gut. Pummeluff erfüllt sich hier langsam so Wünsche. Mit wem wollen wir denn hier Kontakte knüpfen? Mit Milo. Hier ist Star. Wo ist Milo? Ist Milo hier noch im Dingel drin? Aber eigentlich sollte Milo doch schon rauskommen, oder? Hm, komisch. Bist du nicht ausgeschlafen, Milo? Du bist doch schon längst ausgeschlafen. Komm mal raus da. Hm, kuriose Sache das. Na gut, Pummeluff, du kannst auch rein theoretisch mal eine Runde pieseln. Dann geht es dir auch schon viel besser, würde ich behaupten. Und dann kannst du ja auch mal eine Runde aus dem Napf fressen gehen. Ah, und Lara macht sich hier langsam fertig. Aber wie es denn hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao.